Mein Name ist René Naumann vom Blauen Kanal. Die Alternative für Deutschland klagt für Achtung der Minderheitenrechte gegen den Sächsischen Landtag und seinen Präsidenten. Dazu gab es heute eine Pressekonferenz mit dem Fraktionsvorsitzenden Jörg Urban und dem Staatsrechtler Professor Dr. Michael Eliger. Willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Wir haben Sie heute eingeladen, weil wir denken, dass es vielleicht zu dieser Angelegenheit doch ein paar Nachfragen gibt. Das ist ja jetzt schon wieder ein größerer Schritt, den wir unternehmen. Wir ziehen vor Gericht. Der Hintergrund ist der, in der letzten Plenarsitzung wurden die Vertreter des Sächsischen Landtages für den MDR-Rundfunkrat gewählt durchs Parlament. Und bei dieser Wahl ist die AfD als größte Oppositionspartei außen vor geblieben. Das gilt parallel dazu ebenso in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Und diese Art der Besetzung des MDR-Medien-Rundfunkrates ist aus unserer Sicht rechtswidrig auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist die parlamentarische Ebene. Wir sind als Parlament gehalten, dass die parlamentarischen Mehrheiten des Parlaments sich in den Gremien widerspiegeln, insbesondere in dem Rundfunkrat. Hier hat der Landtag seine eigene Geschäftsordnung verlassen und das auch noch auf eine ziemlich hanebüchene Art. Es gab zu dieser Abweichung von der Geschäftsordnung, die eben genau das vorsieht, dass im Rundfunkrat die Parteien im Parlament entsprechend ihrer Größe vertreten sind. Das wurde nicht im Ausschuss, der dafür zuständig ist, ordentlich behandelt. Geschäftsordnung, Immunität heißt der Ausschuss. Es wurde dort nur kurz vorgestellt, es gab keine Anhörung dazu. Wir hätten gerne eine Rechtsanhörung dazu gemacht, das ist uns verwehrt worden. Und die Abweichung von dieser Geschäftsordnung ist dann nur als Antrag zur Tagesordnung im Parlament beschlossen worden. Und damit war der Weg offen, dass eben jede Fraktion jemanden vorschlagen konnte und dann mit Mehrheit gewählt wurde, mit dem Ergebnis, dass die größte Oppositionspartei außen vorbleibt. Zum anderen widerspricht diese Vorgehensweise dem Rundfunkverfassungsrecht, an das der MDR selbst gebunden ist. Also das Gremium selbst müsste eigentlich darauf achten, dass die politischen Parteien entsprechend ihrer Größe im Parlament in diesem Gremium vertreten sind. Auch das ist dort hingenommen worden und deswegen mehrere Klagen. Ich würde jetzt nicht ins Detail gehen, stehe dann gerne für Fragen zur Verfügung, aber ich habe extra den Professor Eliger heute mit hier. Er führt die Klagen für uns und er wird sie jetzt noch etwas detaillierter vorstellen. Okay, das ist, ich sag mal, ein so vielschichtiger Sachverhalt, dass man fast nicht weiß, wo man anfangen soll. Das Ganze wurde ja von relativ langer Hand geplant und das Erste, was da passiert ist, war natürlich die Verabredung zwischen den Regierungen im MDR-Sendebereich, dass man gesagt hat, okay, wir werden diese Repräsentanz der Parteien, die in eine bestimmte Wahlergebnisse erzielt haben, in den Landtagen der drei MDR-Länder, nenne ich das jetzt mal verkürzend, werden wir beenden und werden dafür eine Mannschaft in den Rundfunkrat schicken, die vom Landtag entsandt wird. Da schrillten natürlich jetzt hier bei der Hauptopposition in allen MDR-Ländern, schrillten natürlich sofort die Alarmglocken, das ist ganz klar. Und das Ganze hat sich ja auch bewahrheitet. Wir hatten dann zu diesem Vorschlag im ersten Quartal des Jahres 2021 entsprechende Anhörungen in den federführenden Ausschüssen in allen drei Parlamenten. Und das habe ich Ihnen auch mal zusammengestellt, also alle juristischen Sachverständigen, die dort aufgetreten sind, einschließlich ehemaliger oder aktueller Justiziare von Rundfunkanstalten, haben gegenüber dieser Änderung größte Bedenken, verfassungsrechtliche Bedenken angebracht. Die Änderung geht insbesondere dahin jetzt in dem uns interessierenden Teil, dass wir nicht mehr die Parteien als gesellschaftliche Gruppen im Rundfunkrat drin haben, sondern die Landtage
wählen eben halt durch die eigene Aggregation, durch das Mehrheitsprinzip Personen jetzt in den Rundfunkrat stattdessen. Also wir haben einerseits zunächst mal einen Weg in Richtung mehr Staat. Parteien sind zwar staatsnah, gelten nach der Rechtsprechung, der Rundfunkrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als staatsnah. Sie sind aber keine staatlichen Vertreter als solche. Man, jetzt die Vertreter des Landtages sind natürlich staatliche Vertreter. Und das ist natürlich schon von Anfang an eine Frage, ob das eine adäquate Antwort sein soll auf das ZDF-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber was natürlich, ich sag mal, Hintergrund war, ist, dass man durch diese parlamentarische Aggregation, durch das Mehrheitsprinzip eben die Hauptopposition im Bereich des MDR aus dem Rundfunkrat hinaus befördert. Und Sie wissen, ich meine, der MDR ist natürlich auch zu einer unabhängigen Berichterstattung angehalten und da sind wir natürlich auch recht glücklich mit unserem MDR, aber es sollte eben auch jemand drin sein dann von der Opposition, um da entsprechend die Informationen und die Kontrollfunktion mit ausüben zu können. Natürlich ist es nur ein ganz kleiner Aspekt, das ist klar, wir haben ja viel, viel mehr Mitglieder in so einem Rundfunkrat, aber wenn schon der Staat repräsentiert ist in einem Rundfunkrat und dann muss auch, wenn das Parlament als solches eine Mannschaft dorthin entsendet, muss sie auch nach dem Grundsatz der Spiegelbildlichkeit zusammengesetzt sein. Das ist etwas, was sich daraus ergibt, dass jede parlamentarische Aufgabe, wenn sie durch Gremien erfolgt, hier natürlich ganz klar, nur ein kleiner Teil des Gremiums, aber in der Rechtsbeziehung zwischen Parlament und dem aufnehmenden Gremium Rundfunkrat ist es natürlich so, dass es durchaus eine parlamentarische Aufgabe ist, jetzt nach der neuen Fassung des MDR-Staatsvertrages. Wir haben hier Kontrollfunktionen, wir haben Informationsfunktionen und wir haben die Kreationsfunktion. Zwar alles mittelbar, aber nichtsdestotrotz sind es Aufgaben, Staatsaufgaben, die dem Parlament zugewiesen sind, jetzt durch den MDR-Staatsvertrag. Und das bedeutet, dass die Wahrnehmung dieser parlamentarischen Staatsaufgaben dann auch in dieser spiegelbildlichen Form erfolgen muss. Da haben wir eigentlich jetzt ganz vom Ergebnis angefangen. Sie wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Es wurden jetzt Kandidaten, die auf Wahlvorschlägen beruhten, von Parteien, die nicht wahlvorschlagsberechtigt wären nach diesem Prinzip und auch nach dem Parlamentsrecht nicht wahlvorschlagsberechtigt waren, in diese Positionen gewählt. Also es war keine gemeinsame Liste etwa, jedenfalls in Sachsen nicht, von den Regierungsparteien und der Linken zusammen, sondern es waren Vorschläge von explizit nicht wahlvorschlagsberechtigten Fraktionen, also den relativ kleinen Fraktionen der SPD und der Linken, die natürlich nach dem Verfahren Dront, also dem spiegelbildlichen Verfahren, niemals zum Zuge gekommen wären. Nun, das Ergebnis ist das eine und das Zustandekommen dieser Sache ist das andere. Was hat man hier gemacht? Der Herr Urban hat es schon angedeutet. Es wurde ein Antrag gestellt von den regierungstragenden Fraktionen, von diesem Paragraphen 15 der Geschäftsordnung abzugehen, also Paragraph 15 Absatz 2 Satz 3 der Geschäftsordnung, besagt, dass auch vom Landtag zu wählende Gremien oder zu beschickende Gremien die entsprechenden Leute nach dem Dront'schen Verfahren spiegelbildlich gewählt werden müssen. Das ist also ein verfassungsrechtlich gebundenes Wahlverfahren. Und was hat man daraus gemacht? Man hat ein freies Wahlverfahren daraus gemacht, um eben halt die Hauptopposition
ausschließen zu können aus dem Rundfunkrat. Auf welchem Weg ist das passiert? Auf dem Weg einer sogenannten Einzelfallabweichung von der Geschäftsordnung nach § 114 der Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages. Diese Einzelfallabweichung ist, um jetzt mal beim Materiellen anzufangen, nicht zulässig, wenn es um Minderheitenrechte geht. Die ist bei bestimmten Verfahrensdingen wie Abkürzung von Fristen oder Ähnlichem, ist eine solche Einzelfallabweichung möglich. Wenn es aber um Minderheitenrechte geht, die entweder sich aus der Verfassung ergeben, also hier insbesondere, Sie kennen das ja, die Gleichbehandlung der Fraktionen und auch das Oppositionsrecht aus der sächsischen Verfassung, oder auch wenn sie sich nur aus der Geschäftsordnung selbst ergeben. Wir brauchen da eigentlich noch nicht mal uns groß jetzt zu fragen, ist diese Geschäftsordnung nur eine Wiederholung von materiellem Verfassungsrecht insofern oder ist es ein geschäftsordnungsmäßig eingerahmtes Minderheitenrecht. Aber es ist klar in der Literatur, und diese Literatur haben wir natürlich insbesondere vom Geschäftsordnungsrecht des Bundestages, das ist klar, und die entsprechende Rechtsprechung dazu, es ist völlig klar, dass die Abschaffung von Minderheitenrechten erstmals formell nicht im Wege eines Geschäftsordnungsantrages passieren kann und zweitens auch überhaupt nicht im Wege einer Einzelfallabweichung geht. Das ist schon, also dieses Verbot einer entsprechenden Einzelfallabweichung von Minderheitenrechten verstößt ja immer automatisch gegen das Recht der Fraktionen auf Gleichbehandlung, das sich ja aus der sächsischen Verfassung unmittelbar ergibt. Das kann man sich eigentlich an den fünf Fingern abzählen. Formal, wie es hier formal gehandhabt wurde, dass man das Ganze als einen Geschäftsordnungsantrag verunklart hat, muss man sagen. Dazu kann ich Ihnen sagen, es gibt bestimmte Dinge im Parlamentsrecht, die man durchaus in einem selbstständigen Sachantrag, aber auch in einem Geschäftsordnungsantrag behandeln kann. Da gibt es also einen gewissen Bereich der Wahlfreiheit. Die regierungstragenden Fraktionen haben hier nach der äußeren Form schon ganz eindeutig einen Sachantrag gewählt. Denn das Ganze ist überschrieben worden mit Antrag, der Landtag möge beschließen, und es ist mit einer Drucksachennummer versehen worden und in die Landtagsdokumentation im Volltext aufgenommen worden. Also schon von der äußeren Form her haben die regierungstragenden Fraktionen hier einen Sachantrag gewählt. Später haben sie dann wahrscheinlich gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht haben und haben das dann nachträglich interpretiert als einen bloßen verschriftlichten Geschäftsordnungsantrag. Nun gibt es durchaus verschriftlichte Geschäftsordnungsanträge, die haben aber bestimmte formale Kennzeichen und haben auch inhaltliche Grenzen. Wenn Sie einen verschriftlichen Geschäftsordnungsantrag einbringen, werden die nicht mit einer Drucksachennummer versehen und werden auch nicht in der Parlamentsdokumentation nachgewiesen, wie das für Sachanträge gilt. Das ist also gute alte deutsche parlamentarische Tradition. Dass ein solcher Antrag, mit dem Minderheitenrechte völlig außer Kraft gesetzt werden, natürlich nicht im Wege eines Geschäftsordnungsantrages zu bearbeiten ist. Das ergibt sich doch schon daraus, dass der Geschäftsordnungsantrag ja präsent zu entscheiden ist im Parlament und es hier jetzt plötzlich natürlich ganz gravierende verfassungsrechtliche Fragestellungen gibt, wenn ich inhaltlich ein Minderheitenrecht beseitigen will durch einen Geschäftsordnungsantrag. Die Kürze der Behandlung, der Sachbehandlung eines und die Unmittelbarkeit der Sachbehandlung eines Geschäftsordnungsantrages verbietet und das ist absolut herrschende Meinung. Sie brauchen jetzt mir da nicht zu glauben, fragen Sie einen Staatsrechtler von der Universität in Leipzig oder irgendjemanden, den Sie kennen. Eine solche Sachbehandlung verbietet sich schon aufgrund
der Art und Weise, wie Geschäftsordnungsanträge im Parlament behandelt werden, nämlich in der Regel präsent und in aller Kürze, ohne Aussprache. Und das oder nur mit einer geringfügigen Aussprache von 3 Minuten, ne, wie das so gehandhabt wird, das verbietet sich natürlich für Dinge, mit denen materielle Minderheitenrechte beseitigt werden sollen. Jetzt, ich komme so ein bisschen, ja, wie erzählt man einen Witz von hinten, ich komme zurück auf die Art und Weise, wie die Regierungsfraktionen das eingebracht haben. Sie haben es, wie gesagt, schon formal in der Form eines Sachantrages, eines selbstständigen Sachantrages in unser Parlamentssystem eingebracht. Der Präsident hat es aber nicht formal an den Ausschuss überwiesen, sondern die Regierungsfraktionen haben es in einer informellen Art und Weise in den Ausschuss eingebracht. Jetzt gibt es aber in unserem Parlamentsrecht, nach unserer Geschäftsordnung, nur 2 Sorten von Anträgen, überwiesene und nicht überwiesene. Und die nicht überwiesenen sind nur solche, die sich aus dem Selbstbefassungsrecht des Ausschusses ergeben. Hier haben wir es aber mit einem Antrag zu tun, der von den Regierungsfraktionen im Landtag gestellt wurde und nicht etwa von den Vertretern der Regierungsfraktionen im Ausschuss. Also es kann schon von daher überhaupt kein Selbstbefassungsrecht sein. Dieses Selbstbefassungsrecht besteht natürlich auch materiell nicht. Schauen Sie sich nur einfach mal, das ist übrigens auch abgedruckt hier in der kleinen Handreichung, die ich da zusammengestellt habe, schauen Sie sich einfach mal § 114 der Geschäftsordnung an. Dann sehen Sie, dass natürlich diese Prüfung nach § 114 Absatz 2 keinesfalls im Wege einer Selbstbefassung des Ausschusses stattfinden kann. Das heißt, wir müssen uns ja jetzt fragen, wie ist dieser Antrag überhaupt jemals in den Ausschuss gekommen, wenn er nicht formell überwiesen wurde? Und er wurde natürlich, der Präsident war hier ganz, ich sag mal, im Bilde und war in Kenntnis gesetzt über das Vorhaben der Regierungsmehrheit. Er wurde nicht überwiesen, er wurde nur informell in den Ausschuss hineingebracht und man hat dann aufgrund dieser Tatsache, dass er nicht überwiesen sei und dass es ja nur ein Geschäftsordnungsantrag sei, was gar nicht sein kann, das habe ich eben schon erläutert, hat man der Opposition die öffentliche Anhörung, die Prüfung durch öffentliche Anhörung von Experten verweigert. Auch diese Vorschriften finden Sie in der Handreichung, also § 38 der Geschäftsordnung des Landtages. Ein Viertel der Mitglieder eines Ausschusses kann eine öffentliche Anhörung verlangen. Das wurde dann verweigert mit dem Argument, ja, das sei ja nicht überwiesen. Wobei man sich dann fragen muss, warum war es nicht überwiesen? Warum ist es auch später nicht überwiesen worden? Auf unser ausdrückliches oder auf das ausdrückliche Verlangen der AfD-Fraktion hin. Also warum war es nicht überwiesen? Jedenfalls war es keine nicht überwiesene Sache, obwohl sie nicht formell überwiesen war, denn die nicht überwiesenen Sachen sind eben halt nur die Selbstbefassungen des Ausschusses. Und die haben wir hier mit Sicherheit nicht. Bei 114 Absatz 2 wäre das undenkbar, so etwas zu behaupten. Ja, das ist dann die Situation. Also meine Mandantschaft, die Fraktion hat versucht, sich zu wehren, indem sie gesagt hat, naja, da brauchen wir jetzt eine öffentliche Anhörung. Ich gehe jetzt mal davon aus, im Geschäftsordnungsausschuss hat meiner Ansicht nach, wenn ich das mal so überschlägig betrachte, hat die Regierungsmehrheit, glaube ich, nicht einen Juristen drin sitzen. Dann haben sie aber in einer politischen kleinen Rede und Gegenrede hier, insbesondere hier zwischen den Regierungsparteien, haben sich dann selbst beiräuchert und gesagt, ja, natürlich ist das zulässig, natürlich. Und wir wollten natürlich eine entsprechende Anhörung von Sachverständigen. Wie gesagt, das ist verweigert worden. Diese Anhörung sollte natürlich nicht nur der Aufklärung tatsächlich der Sache dienen, sondern auch der Öffentlichkeitswirksamkeit, dass hier ganz
eminente Eingriffe in die parlamentarischen Minderheitenrechte der Opposition drohen. Und das hat man natürlich uns verweigert. Der Fraktionsgeschäftsführer hat dazu dann den Landtagspräsidenten aufgefordert, doch bitte die Sache formell zu überweisen, denn dass diese Sachbehandlung nicht korrekt gewesen war, das haben die Hühner eigentlich von den Dächern gerufen. Und der Präsident hat sich aber dann geweigert, das zu tun mit der entsprechenden Formulierung, wie das eben halt auch die Mehrheit im Ausschuss schon getan hat, es sei ein reiner Geschäftsordnungsantrag und dieser sei auch nicht überwiesen. Gut, unabhängig davon, dass man fragen muss, warum hatte er ihn nicht überwiesen, gab es ja dann nochmal dieses Verlangen, das natürlich auch wirksam ist nach § 114 Absatz 2. Also wir haben dieses Recht als Minderheit, auch diese Sache prüfen zu lassen im Ausschuss und hätten das Recht gehabt, es auch öffentlich und mit Experten zu tun. Und das ist schon verwirrt worden. Wenn die, sage ich mal, wie man bei uns sagt im Saarland, den Bussen sauber gehabt hätten, hätten sie es ja machen können. Dann hätte man das öffentlich klären können und dann wären sie ja auch in der Öffentlichkeit, hätten sie dann viel besser dagestanden, wenn die Experten gesagt hätten, okay, das ist möglich verfassungsrechtlich, dann hätten wir Leute von Leipzig oder was weiß ich woher kommen lassen, die sich offiziell dazu dann geäußert hätten, dann wäre es ja gut gewesen. Aber das hat man ja gerade vermieden. Und dass man, wie gesagt, nicht im Wege des Geschäftsordnungsantrages materielle Minderheitenrechte abschaffen kann, kann sich jeder denken. Das haben wir schon gesagt. Also diese Argumentation, die dann auch der Präsident übernommen hat, war sachlich völlig falsch. Sie wurde dann an dem eigentlichen Wahltag auch nochmal wiederholt im Plenum. Dann hat auch jemand für die AfD-Fraktion gesprochen und schärfstens protestiert. Gleichwohl lief dann alles wie im Schnürchen und die Wahlvorschläge, die eigentlich nicht zulässig waren, sind dann gewählt worden. Nach vorheriger Absprache, also die Linke war ja Mehrheitsbeschaffer und hat dafür einen Sitz im Rundfunkrat bekommen. Und das ist dann eben halt jetzt das Ergebnis. Gut. Danke für die Ausführungen, Herr Professor Ehliger. Ich würde Ihnen die Möglichkeit jetzt zum Nachfragen geben. Es ist ja angesprochen worden, dass es geht hier schlicht und einfach um öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja durchaus meinungsbildend ist in unseren Ländern, auch in Sachsen. Und diese öffentliche Meinungsbildung soll natürlich auch politisch neutral oder frei kontrolliert werden. Wir sind draußen im Moment und versuchen uns dieses Recht wieder einzuklagen. Nachfragen bitte. Eine Frage an Professor Ehliger. Gab es denn in der Vergangenheit ähnliche Fälle in anderen Bundesländern, auf die Sie sich berufen konnten und wo man auch gesehen hat, wie vielleicht Verfassungsgerichtshöfe da entschieden haben, dass man ein Stück weit auch sagen kann, wie erfolgsversprechend jetzt Ihr Verfahren sein wird? Sie sprechen etwas ganz Wichtiges an, das hatte ich auch noch so ein bisschen vergessen. Wir haben natürlich, wir machen das zusammen mit den Fraktionen in Sachsen-Anhalt und in Thüringen. In Thüringen haben sie praktisch den gleichen Ablauf, wie er bei uns stattgefunden hat. Und vorweg schicken möchte ich, dass ich es nicht nochmal vergesse, in allen drei Ländern haben die juristischen Sachverständigen, die sich geäußert haben zu dem Thema, gesagt, Vorsicht, selbst unser Herr Schröder aus der MDR-Justiziar hat gesagt, ob das dann nachher, nach dieser neuen Zweidrittelregelung, ob das nachher in Ordnung ist, das hängt davon ab, ob man eine verantwortungsvoller Weise Gebrauch macht von dieser neuen Mehrheitsregelung. Das hat man natürlich nicht gemacht, was gemeint war, war klar. Er hat sich natürlich diplomatisch ausgedrückt als MDR-Justiziar. Das können Sie auch hier dem kleinen Papier entnehmen. Wenn Sie das alles zusammennehmen, was wir hier in diesen drei Ländern erlebt haben bei den Anhörungen von den Juristen, natürlich, Sie wissen, die Regierungsfraktionen, die laden dann irgendwelche Leute, die Sie jetzt mit einem Sitz da bedacht haben,
Und die natürlich froh sind und dafür die Regierung beweihräuchern, dass sie jetzt da im Rundfunkrat sitzen dürfen. Das ist klar. Die laden keinen Staatsrechtslehrer, der ihnen die Parade fahren könnte. Das ist ganz klar. Ne? Und, aber in Thüringen hatten wir den Herrn Fechner, was ein ganz, ganz ausgewiesener, in der Wolle gefärbter Medienrechtler ist, auch aus Staatsrechtslehrer seines Zeichens. Und der hat gesagt, nee, das hier geht gar nicht. Das kann ich auch seiner, nicht nur dieser Aussage, die er vor dem Landtag getroffen hat, sondern das kann ich auch seiner sonstigen Literatur entnehmen, dass er das in dieser Art und Weise absolut ablehnt. Wir haben hier relativ direkte Aussagen des Bundesverfassungsgerichts im ZDF-Fernsehurteil. Darauf stützen wir uns ja auch. Denn es muss nicht nur der staatliche oder staatsnahe Anteil auf unter einem Drittel reduziert sein, bei den Vertretern im Rundfunkrat, sondern auch die Zusammensetzung dieser staatlichen oder staatsnahen Vertreter muss in ganz besonderer Weise vielfaltsichernd gestaltet sein. Und diese Vielfaltsicherung bedeutet nach der Aussage des Bundesverfassungsgerichts auch, ich habe das auch zitiert, also hier, ich habe ja damals als Experte im Sächsischen Landtag ausgesagt, und da habe ich mich jetzt hier selbst zitiert, weil ich alle Juristen zitiert habe. Da sind die entsprechenden Passagen auch drin des ZDF-Rundfunkurteils. Da ist noch etwas Komisches passiert bei dieser Anhörung. Also auch Grundaussage im Rundfunkurteil. Wir müssen im staatsnahen Bereich oder staatlichen Bereich die Leute ohne staatliche Aggregation in den Rundfunkrat hineinbringen. Das heißt, politische Brechungen müssen so bleiben, wie sie sind. Hier haben wir jetzt die Aggregation natürlich durch diese Mehrheitswahl. Und die dient ja auch dem Ausschluss der Opposition. Wenn Sie also jetzt gesellschaftlich relevante Gruppen repräsentieren und sei es auch mittelbar durch den parlamentarischen Arm, dann muss natürlich jetzt hier die Hauptopposition in den, auch vom materiellen Ergebnis her, in den MDR-Ländern vertreten sein. Das ist auch eine Frage der äußersten Missbrauchsgrenzen, die vom Rundfunkverfassungsrecht her gesetzt sind. Das ist relativ engmaschig definiert worden vom Bundesverfassungsgericht. Von daher haben wir da durchaus einen wunderbaren Anknüpfungspunkt. Aber ich bin auch insbesondere glücklich darüber, dass wir die Verfassungsgerichte in Thüringen und insbesondere in Sachsen-Anhalt mit im Boot haben. Denn Sachsen-Anhalt, das ist wirklich noch ein richtiges, ehrenhaftes Verfassungsgericht. Thüringen haben wir auch eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Von daher kann auch unser Verfassungsgerichtshof in Leipzig hier nicht machen, was er will. Und das ist natürlich eine wunderbare Situation von daher jetzt. Es ist natürlich schwierig, es ist klar, in der Hauptsache werden diese Dinge eine Weile dauern. Und wir können natürlich jetzt auch nicht durch einen Antrag in der einstweiligen Sache unseren Vertreter in den Rundfunkrat entsenden oder so. Das geht natürlich nicht. Das ist, da ist immer noch die Wahl dazwischen, die zwar gebunden ist, Wir können weder die anderen jetzt ernstweilig abrufen, noch unseren reinschicken. Deswegen können wir eigentlich nur hier die Verfassungswidrigkeit sich nicht vertiefen zu lassen, nur eine Feststellung auch im einstweiligen Verfahren beantragen. Dann nochmal eine Nachfrage, was Sie ja gesagt haben, oder angedeutet haben, dass Sie ein Stück weit an der Unabhängigkeit des Verfassungsgerichtshofes hier im Freistaat Zweifel haben, weil Sie ja gerade betont haben, der Kanzler sei so ehrenhaft. In der Vergangenheit hat aber der Verfassungsgerichtshof ja in Leipzig Ihnen auch stattgegeben. Also ich denke jetzt mal an die Wahlliste, da hat er Ihnen ja in Teilen Recht gegeben, wenn auch nicht vollumfänglich. Also inwiefern besteht für Sie der Anlass, Zweifel zu haben, ob die Richter, ob die Justiz dort tatsächlich unabhängig ist? Also, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Ich sage mal, wir sind im Moment nicht ganz glücklich. Vielleicht, Sie wissen, Sie waren ja selbst da, als wir die Sache eingereicht haben gegen die Finanzierung der Parteistiftungen. Und Sie wissen wahrscheinlich nicht, was da zurückgekommen ist.
Der Antrag war, obwohl er ja ca. 100 Seiten umfasste, unzulässig, angeblich unzulässig, weil das Argument war, und das, da schlagere ich heute noch ein bisschen mit den Ohren, das Argument war, weil ja der Haushaltsplan nicht vollzogen werden muss. Der Haushaltsplan muss ja nicht vollzogen werden, hat das Gericht gesagt. Deswegen und gegen den Haushaltsvollzug könnt ihr nicht klagen. Ist klar, können wir in Sachsen nicht. Rheinland-Pfalz könnte man das, weil da auch schlichte Staatsakte der abstrakten Normenkontrolle unterliegen oder der abstrakten Verfassungskontrolle unterliegen. Von daher, ja, zu sagen, wenn ich jetzt, ich sag mal, ein Haushaltsgesetz auf einen Vollzug anlege, der rechtswidrig ist, und dieses auch traditionell in dieser rechtswidrigen Art und Weise vollzogen wird, und Sie sagen dann demjenigen, dem Anstoßgeber, wir waren da ja nur objektive Anstoßgeber, ne? Das Gericht ist mit uns zusammengebunden zu einer Institution als Opposition, wir Opposition zusammen mit dem Gericht sind eine Institution zur objektiven Prüfung von Landesrecht. Und wenn mir dann das Gericht sagt, Edge, ohne jede Vorwarnung, Edge, du hast nichts dazu ausgeführt, warum denn das Haushaltsgesetz selbst verfassungswidrig ist, weil man muss es ja nicht vollziehen. Also, wissen Sie, da waren wir schon irgendwo auf einem Nullpunkt in der Beziehung. Wir fördern das, aber wir beglücken das Gericht in Leipzig mit immer mehr Eingaben und ich glaube, das Verhältnis wird auch besser dadurch. Und deswegen glaube ich sehr wohl, dass da auch Bewegung möglich ist. Also ich glaube, es geht eigentlich darum, wir haben mit dem sächsischen Verwaltungsgericht durchaus durchwachsene Erfahrungen gemacht, also sowohl positive, wo unserem Ansehen nachgegangen wurde oder Recht gegeben wurde. Und es gab eben auch Abweisungen, die für uns nicht nachvollziehbar waren, in der Sache auch nicht plausibel waren. Und insofern ist es schön, dass wir diese Angelegenheit, die Entscheidung der Oppositionsrechte hier eben an drei Verfassungsgerichtshöfen gleichzeitig prüfen können, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein negatives Urteil, das vielleicht auch eine subjektive Färbung durch den Richter hat, deutlich unwahrscheinlicher wird. Vielleicht noch einen Satz, aber der ist jetzt wirklich off. Denken Sie mal darüber nach, ob das damals wirklich uns den Hals gerettet hat oder der Regierung mit der Listenkürzung. Die haben da ganz schön Dampf aus dem Kessel genommen in 2019. Und ich weiß, dass die Regierung schon 14 Tage vorher wusste, wie es ausgeht. Ich habe es selbst fast 14 Tage vorher gewusst. Nochmal eine Frage, also haben die Verfassungsklage haben Sie aber noch nicht eingereicht. Das ist jetzt hier die Vorstellung, das wird heute oder wird dann im Laufe der nächsten Woche geschehen. Und wie viele hatten Sie als AfD-Fraktion bislang eingereicht? Und können Sie einen Überblick geben, wie viele, also klar, ich weiß die Parteienfinanzierung plus die Liste, aber war darüber hinausgehend noch etwas, was Sie eingereicht haben und wie hat das Gericht dort entschieden? Also diese Sache, die geht heute in die Post. Wir können von hier aus nicht verlässlich mehr faxen aus dem Landtag. Ich finde es eigentlich skandalös, aber durch die digitale Umgebung können wir keine analogen Faxe mehr schicken an ein Gericht. Ne? Das heißt, wir geben es heute in die Post. Wenn ich jetzt in mein Büro nochmal komme, ganz spät heute Abend, werde ich es auch faxen. Also am Montagmorgen können Sie dort anrufen, wenn Sie das wollen. Das ist aber, wie gesagt, das ist ja auch nichts von heute auf morgen. Ich würde Ihnen wirklich empfehlen, sprechen Sie mal mit jemand Unabhängigem von der. Sie brauchen mir ja nichts zu glauben. Ich bin hier der Vertreter für die AfD-Fraktion. Ne? Sprechen Sie über die Themen mal mit einem Vertreter der Uni in Leipzig oder sonst wo. Na, vielleicht lieber noch sonst wo, dass er nicht so unmittelbar involviert ist in die hiesigen Verhältnisse. Na, das wäre da mein Petitum insofern. Na. Ansonsten, naja gut, wir haben eigentlich parallel zu der Sache mit den Parteistiftungen haben wir ja auch die Finanzierung von Parteijugendorganisationen angegriffen. Das wurde mit dem gleichen Argument zurückgewiesen, ja, der
den Haushaltsplan muss man ja nicht vollziehen, also der kann so schlecht oder so schlimm sein, wie er will, sehen wir eigentlich schon anders. Ne? Und dann haben wir noch eine Menge eigentlich, wir haben ja immer im Wege der abstrakten Normenkontrolle natürlich die Corona-Maßnahmen mitbekleidet, der Regierung. Das ist von daher notwendig, weil ich sag mal, die Regierung wie auch immer tiefe Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bevölkerung vornimmt. Und dann ist es Aufgabe der Opposition, zusammen mit dem Verfassungsgericht das entsprechend zu begleiten, dass es eben nicht nur die Regierung ist, die frei agieren kann, sondern dass das Ganze auch immer engmaschig überwacht wird von der Verfassungsrechtsprechung. Da haben wir, also zum Teil liegen diese Dinge jetzt beim Bundesverfassungsgericht, weil Sie wissen, da gab es die unterschiedlichen Meinungen über die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Sache. Dann hat auch Sachsen das ans Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Andere Dinge sind noch am Laufen. Also da haben wir jetzt die Schul-Kita-Verordnung, da haben wir nochmal neue, natürlich die neuen Corona-Maßnahmen, 2G. Wir haben jetzt noch ein Organstreitverfahren laufen wegen eines verweigerten Beweisantrages im Untersuchungsausschuss. Ne? Aber das ist, ich sag mal, das ist noch am Laufen. Ne? Das, da sind wir noch. Also nein, also eine Zahl, wie viel. Wie viel pro oder contra? Das meiste ist offen. Ne? Dann hast du die Zahlen, also weißt du, wie viele Verfahren es insgesamt sind? Also ich müsste es jetzt auch überschlägig sagen, ich glaube, es sind ungefähr 10 Verfahren, ja, von denen die meisten im Prinzip noch nicht entschieden sind. Also wir haben natürlich also jetzt im Bereich einstweiliger Rechtsschutz, da wird vieles abgelehnt dann mit dem Argument, naja, das ist zu kompliziert, um es im einstweiligen Rechtsschutz zu machen. Dann haben wir mal ernst gekriegt, die Verordnung ist ja jetzt gar nicht mehr in Geltung, also abgelehnt. Und das Dumme ist ja, die Sachen, selbst wenn die einen Fehler machen, die sind ja rechtskräftig per se. Ne? Ich habe das nächste Mal habe ich gesagt, okay, bitte beachtet hier Rechtsprechung der obersten Verwaltungsverfassungsgerichte, beachtet das doch bitte, dass eine Nachfolgeverordnung oder eine Nachfolgeregelung selbstverständlich automatisch zum Gegenstand auch in der, im Eilverfahren wird, wenn diese inhaltsgleich oder inhaltsähnlich ist. Dann haben wir dann das nächste Mal, haben sie dann das entsprechend respektiert und haben dann gefragt, ja, was meint ihr so, also wir lernen gegenseitig voneinander, ne, hier mit zwischen Dresden und Leipzig. Ja.